Jo, Servus Leute, willkommen zu einer neuen Folge von FIFA 18 Karrieremodus mit dem MSV Duisburg. Und ja, wir gehen heute in die letzten zwei Spiele vor der Länderspielpause, wo wir dann das erste Mal mit Portugal eingreifen werden. Und das Ganze dann gegen Bremen und gegen Leipzig. Also ja, mal ein etwas einfacher, vermeintlich einfacherer Gegner und dann der Tabellenführer. Und in der letzten Folge hätten wir eigentlich 6 Punkte holen müssen, haben aber nur 4 geholt, weil wir dann in der letzten Minute dann noch, oder letzten Sekunde dann noch, den Ausgleichstreffer gegen Freiburg kassiert haben von Tim Kleindienst durch einen Fehlpass von Brito Morales eingeleitet. War jetzt nicht gerade sehr, sehr nice, aber ja gut, haben wir immerhin einen Punkt mitgenommen. Wir sollten generell sehr, sehr glücklich schätzen, oder uns sehr, sehr glücklich schätzen, dass wir in diesem Jahr Hauptsache ein paar Punkte mitnehmen, auch wenn es nicht so gut läuft. Aber es gibt ja noch einige Spiele, wo wir uns da noch besser oder von besserer Seite zeigen können. Und ja, hoffentlich ist das heute auch der Fall. Und dann gehen wir in die Ausstellung. Und das ist die Ausstellung, mit der wir gegen Bremen antreten werden. Und es gibt eine Änderung, glaube ich, wenn ich das richtig gesehen habe. Weinkent rückt in die Startaufstellung für Enginob, wenn er gegen... ich muss jetzt überlegen, ob es gegen Freiburg oder gegen den HSV war. Ein richtig gutes Spiel gemacht hat eigentlich, aber mir hat dann doch der Impact von Schobesberger gefallen aus dem Freiburg-Spiel und deshalb steht der auch in der Startausstellung und dafür geht halt Kent auf die linke Seite. Und ganz kurz nebenbei, zwischen dem Spiel gegen Bremen und dem gegen Leipzig werde ich dann auch die Mannschaftsausstellung oder die Mannschaftskader der portugiesische Nationalmannschaft abgeben müssen. Ich habe da auch ein paar Änderungen vorgenommen, wie mir das auch in den Kommentaren so vorgeschlagen wurde. Und da werde ich dann im Endeffekt auch noch drauf eingehen, aber das dann halt erst da, wenn wir dann auch genau an diesem Punkt angekommen sind. Und dann gehen wir jetzt ins Spiel. Spieltag Nummer 24, der MSV ist zu Gast beim SV Werder Bremen. Und ja, so langsam könnte es dann doch wieder aufwärts gehen für den MSV, nachdem man jetzt gegen den HSV vor zwei Spielen dann mal gewonnen hat, mit 2-1 das Spiel sogar gedreht hat. Ja, und dann das etwas unglückliche 1-1 gegen den SC Freiburg in der Vorwoche. Und jetzt kommt der Tabellen 14. Oder wir sind eher gesagt sind wir beim Tabellen 14. Die uns in der Hinrunde mit 3-1 besiegt hatten. Also auch ein Spiel, wo wir dann in der Hinrunde nicht so gut waren. Und wir sehen hier, die offensiv schwächste Mannschaft ist dann Werder Bremen zusammen mit dem HSV. Könnte auch in der Realität so sein, aber ich denke, Florian Kohfeldt, ich hoffe, dass der mit Vornamen Florian heißt, macht einen sehr, sehr guten Job und wird höchstwahrscheinlich dafür sorgen, dass die auch nicht absteigen. Und so treten die Bremer auf mit Pavlenka, Mario Rui, Fontas, Moisander, Jettler, Laba, Delaney, Vecino und ganz vorne Kanadzitzkus und Eggestein und Kraft oder Crafts oder wie auch immer auf der Rechtsverteidigerposition noch. Im Vergleich zur Hinrunde ist das eine komplett andere Mannschaft gefühlt, denn die drei Torschützen aus diesem Spiel sind gar nicht auf dem Platz. Ich habe jetzt natürlich nicht darauf geachtet, ob die zumindest auf der Bank sitzen oder so. Aber sie stehen auf jeden Fall nicht in der Startaufstellung. Und damit gehen wir dann ins Spiel. Wir von rechts nach links in blau-weiß gestreift gegen grüne Bremer. War zwar nicht auf seiner Position, aber es hat funktioniert. Jetzt mal vielleicht. Unten ist Kent, der hat da mal ein bisschen Platz. Starker Ball von Fabian Schellert. Wein Kent! Und der scheitert. Aus kurzer Distanz. Nicht am Pavlenka, aber ja, im Allgemeinen. Nimmt da nochmal Thomas Muck mit. Der spielt den Ball nochmal runter auf Ryan Kent. Vielleicht jetzt mal der Engländer. Und der scheitert am Pfosten. Zweite Möglichkeit von Ryan Kent. Und ja, dieses Mal war der Pfosten im Weg. Und das war die erste Halbzeit. 0:0 zwischen dem SV Werder Bremen und dem MSV Duisburg. Und bis jetzt muss man sagen, es ist bis jetzt eine ziemlich ruhige Partie. Es gab insgesamt 2 Chancen und beide waren von Ryan Kent und beide waren nicht drin. Eigentlich hätten beide drin sein müssen. Gut, einmal war das Aluminium im Weg und beim anderen Mal war halt
nichts im Weg, aber gut. Von Bremen bis jetzt noch gar nichts zu sehen. Da meldet sich mal Schobisberger mit dem Ball in die Mitte und das war ein Kent und der scheitert an Pavlenka. Setzt sich da gegen seinen Gegenspieler dadurch, der da am Boden liegt. Gegen Delaney. Aber Pavlenka ist da noch im Weg. Und das war's. Bremen und Duisburg trennen sich mit 0-0. Und auch bitter. Hier hätte man eigentlich auch gewinnen können. Aus Sicht der Duisburger, von Bremen kam gar nichts in diesem Spiel. Also keine wirklich gefährliche Chance, die ich wirklich zeigen kann. Wir hatten 3 Stück. Alle 3 kamen vom Engländer, von Ryan Kent, der hier der gefährlichste Mann auf Platz war, aber reicht halt einfach nicht. Und Lazar Wisni hat sich verletzt, mit einer Ellbogenverletzung fällt er für 5 Tage aus, müsste aber gegen Leipzig dann wieder fit sein, denke ich. Wobei vielleicht seine Kondition da nicht ganz passen könnte. So, und jetzt kommen wir zum Kader der portugiesischen Nationalmannschaft. Es gibt, glaube ich, 3 Änderungen oder so. Ich glaube nicht, dass ich mit 3 Torhütern arbeiten werde. Deswegen habe ich den, Varela rausgenommen. Ist vielleicht nicht typisch, aber ich denke nicht, dass ich alle 3 benutzen werde. Da bin ich, denke ich, mit Anthony Lopez und Rui Patricio ganz gut bedient. Ansonsten habe ich, weil mir vorgeschlagen wurde, dass ich Cancelo mit reinbringen soll für Rebocho. Das ist schwierig, den Namen auszusprechen teilweise. Habe ich das auch getan. Haben damit einen weiteren Rechtsverteidiger. Man muss bedenken, dass ich Ricardo Pereira auf der linken Seite spielen lassen werde. Semedo auf rechts. Und als Backup dann Cancelo. Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Wenn nicht, tut mir das leid. Ansonsten haben wir noch auf der linksten Verteidigerposition. Ja gut, ich habe Rebocho dann doch mitgenommen. Für Varela wahrscheinlich. Suarez. Ganz ehrlich, ich überlege gerade, ob ich einfach Rebocho rausnehme und Ruben Neves mitnehme. Ganz ehrlich, ich habe schon gerade eben, bevor ich aufgenommen habe, mal überlegt, ob man ihn vielleicht nicht mitnehmen sollte. Dann würden sich die Wege von 2 Karrieren wieder kreuzen. Das finde ich an sich gar nicht so schlecht. Vor allem ist der Junge halt nicht mal so verkehrt. Weil die technischen Werte halt sehr, sehr stark sind eigentlich. Finde ich. Und mit dem komme ich halt ziemlich gut klar mit dem Jungen. Deswegen denke ich halt, dass ich ihn mitnehmen werde. Ja, mache ich mal eben ganz spontan. Wir nehmen den Jungen mit. Für die nächsten paar Länderspiele. Weil man muss bedenken, ich habe Suarez auf der linken Seite noch hinter Pereira. Und rein technisch gesehen könnte ich da auch Guerreiro spielen lassen, weil der gefühlt alles kann. Und ja. Ansonsten denke ich, gab es nur noch eine Veränderung und zwar ganz vorne habe ich, glaube ich, Rui Pedro rausgenommen und dafür Diogo Jota mitgenommen und der Rest des Kaders ist gleich geblieben. Übrigens, danke für die Vorschläge oder Ratschläge von Christian Lindl. Lindl ist, glaube ich, die richtige Aussprache dafür. So werden wir dann höchstwahrscheinlich in die nächsten 2 Länderspiele gehen. Das werdet ihr dann höchstwahrscheinlich am, wenn ich richtig liege, Sonntag, habe ich gesagt, glaube ich, sehen. Also direkt morgen. Und ja, schicken wir die Mannschaft ab und gehen weiter. Und nach diesem Spieltag sind wir dann nur noch auf Platz 9 mit 37 Punkten. Aber ja, ich denke, das geht trotzdem in Ordnung für uns. Und Klassenerhalt sollte, denke ich, schon drin sein. Da fehlt uns ja nur noch ein Dreier, ein Sieg reicht da. Und dann wären wir halt auch schon wieder gesichert. Unten hat sich, glaube ich, nicht viel verändert, außer dass Mainz gewonnen hat. Die sind an Bremen vorbeigezogen. Ja, und ja, Dortmund hat uns überholt. Und jetzt spielen wir gegen den Tabellenersten. Wobei mir gerade auffällt, dass die Bayern da auch abgerutscht sind. Die waren vorher Zweiter, sind jetzt Vierter, weil Leverkusen und Wolfsburg vorbeigezogen sind. Also ich denke, der Kampf um Platz 2 ist in diesem Jahr entscheidend. Ich denke nicht, dass da irgendwer Erster wird. Von den restlichen Mannschaften da.
Ich denke tatsächlich, dass Leipzig das machen wird, aber muss nicht stimmen, was ich sage. Das kann sich ja noch alles ändern. Vielleicht verlieren die gleich und dann sieht alles wieder enger aus. Wir sind dann wieder näher dran. Und ja, mal gucken. Aber wir müssen uns auf jeden Fall deutlich steigern, wenn wir da oben mitspielen wollen. Ich denke, ein 0-0 gegen Bremen oder ein 4-0 gegen Mainz reicht da halt einfach nicht. Das ist jetzt vielleicht etwas, was nicht unbedingt hier reingehört, aber trotzdem wollte ich das mal erwähnt haben. Eventuell hole ich mir Pedro Miguel Sosa. Das ist ein, ja, neu generierter Spieler von Real Sociedad, Portugiese, Linksverteidiger. Ich denke, der wäre für uns nicht schlecht. Auch wenn man bedenkt, wir haben eigentlich relativ viele Linksverteidiger. Aber der Junge hat Potenzial, sieht man da unten. Und wenn wir den aufbauen, wäre das vielleicht auch nicht schlecht in Bezug auf die portugiesische Nationalmannschaft. Vielleicht könnte er uns separat auch noch helfen. Wer weiß. Also ich hätte kein Problem damit, den Jungen zu holen. Aber ja, bis wir dann im Sommer sind, das hat noch ein bisschen Zeit. Also vielleicht passiert da noch was und mal gucken. Außerdem ist der relativ billig. Also ist vielleicht keine so schlechte Alternative, ihn zu holen. So, und das ist die Ausstellung, mit der wir gegen Leipzig spielen werden. Es gibt zwei Änderungen im Vergleich zur Vorwoche. Einmal Engin auf der linken Seite für Schobesberger. Und dafür rückt halt Kent auf die rechte Seite. Und ansonsten haben wir noch Petrovic auf der Doppel-6 für Arne Meyer. Und Wisni wird trotz seiner Verletzung, die er unter der Woche hatte, von Anfang an spielen. Auch wenn man hier deutlich sehen kann, dass er nicht ganz fit ist oder frisch ist. Wenn er halt von der Kondition nicht mehr kann, dann werde ich ihn rausnehmen und dafür halt Horn bringen. Und ja, gehen wir ins Spiel. Spieltag Nummer 25 und der Tabellenführer ist zu Gast in der Chance der Dreisen Arena. Und natürlich wollen wir versuchen, hier und heute den Tabellenführer aus Leipzig zu ärgern. Und das kann man am besten mit einem Sieg. Nur das Problematische daran ist, wir sind nicht wirklich in Form. Haben das letzte Spiel gegen den HSV gewonnen. War auch das erste in diesem Jahr. Und das einzige in diesem Jahr. Und wir sind immer noch auf dem Weg, das Ganze irgendwie, ja, zu retten. Also die Hinrunde zu retten, indem wir einfach gewinnen. Wieder in unsere Form kommen, denn aktuell sind wir da sehr weit entfernt davon. Und ja, das Hinspiel ging, glaube ich, wenn ich richtig liege, 1-0 aus am zweiten Spieltag durch einen Last-Minute-Sieg durch Prieto Morales aus. Und damit haben wir die Leipziger nochmal schön geärgert, würde ich sagen. Und so treten sie auf mit Farinet, Johnny, Lorente, Orban, Danilo, Diego Demmel, Ilzanka, Bogonda, Hernani und ganz vorne Embolo und Augustin. Und damit gehen wir ins Spiel. Wir von links nach rechts in blau-weiß gestreift gegen grau-schwarze Leipziger. Starke Drehung von Danny Blum. Wird da gehalten und Farinés mit der ersten Parade. Ecke von rechts. Ryan kennt der Engländer, bringt die rein. Und die ist nicht schlecht, Wisni! 1-0! Gut, dass der Junge in der Startaufstellung gestanden hat. Trotz seiner Probleme unter der Woche mit einer Ellenbogenverletzung köpft er hier ein. Setzt sich dagegen zwei Leipziger durch, gegen Lorenze. Und ich denke, dass es der Neuner gewesen ist. Könnte ein Bolo sein. Und er macht sein zweites Saisontor. Und sorgt hier für die Duisburger Führung. Stark von Kent. Und jetzt der Ball von Gruber in den Lauf auf Danny Blum. Nimmt die Drehung mit, die Flanke Richtung Engi. 2-0!
Da ist er dann doch mal endlich. Ich habe ihn kritisiert. Und das schon des Öfteren in dieser Saison. Aber hier ist er da. Komplett frei. Köpft ein. Keine Chance für den Schluss meiner Leipziger. Und das war eine schöne Flanke von Danny Blum, by the way. Und der MSV führt 2-0. Und hat jetzt mehr Sicherheit da. Drittes Saisontor erst. Für den Mann auf dem linken Flügel. Ja, läuft, würde ich sagen. Gegen die Tabellenführer. Und das war die erste Halbzeit. Der MSV führt 2-0 gegen die Tabellenführer. In einem ziemlich ordentlichen Spiel. Wo man aber eher sagen muss, dass es eher ausgeglichen ist, denn es gibt relativ wenig Chancen. Und wenn, dann sind die beim MSV, wie man gesehen hat, 2-0. Erster Treffer war zwar ein Standard, aber trotzdem guter Standard. Gruber. Kent. Legt den Ball nochmal auf Murk. Oh, starker Doppelpass mit Danny Blum. 3-0. Thomas Murk trifft dann auch mal. Und da haut er den Superman-Punch raus. Der Tabellenführer wird hier praktisch vorgeführt. Das war aber ein ziemlich stark gespielter Doppelpass zwischen Murk und Danny Blum. Da hat die Verteidigung einfach nur noch das Nachsehen. Und Farinez im Tor. Ja gut, der hat einfach heute ein bisschen Pech. Konnte an allen drei Toren nichts machen, weil die Vordermänner dann nicht wirklich gearbeitet haben praktisch. Siebtes Saisontor. Kommt damit Danny Blum immer näher. Petkovic. Unten ist Quito Morales. Der findet da Danny Blum. Danny Blum aus der Drehung heraus. Am Tor vorbei. Langer Ball. Richtung Hernani. Der legt den Ball wieder raus auf Embolo. Da ist erstmal ein bisschen Platz in der Mitte. Hernani. Und am Tor vorbei. Aber knapp. Langer Ball Richtung Dumbia. Leipzig nochmal. Will hier nicht zu Null rausgehen. Dumbia und Lancini. Holt den nochmal raus. Wurde ja nicht umsonst unter der Woche für die Nationalmannschaft berufen, für Italien. Und jetzt nochmal Ecke Demme. Nachspielzeit ist schon vorbei. Die ist nicht schlecht. Orban, Latte, Lorente macht das 3-1. Ist aber nur Ergebniskosmetik. Denn die Duisburger werden hier gewinnen. Egal, ob jetzt die Leipzig immer das 1-3 gemacht hat. Natürlich bitter. Zu 0 wäre das Ganze noch schöner gewesen, aber ja, der Kopfball war super und dann setzt sich halt einfach Petkovic nicht im Duell durch gegen Lorente. Und der staubt dann halt ab. Ja, 3-1 aber immer noch. Und das war's dann auch. Der MSV gewinnt gegen den Tabellenführer mit 3-1 und meldet sich im Kampf um die Euroleague-Plätze wieder zurück. Das war eine ziemlich starke Vorstellung von uns. Denn wir waren endlich mal auch effektiver als sonst. Das muss man auf jeden Fall festhalten. Ich würde sagen, dass er wissen hier, auch wenn er nicht zu Null spielen konnte, war hier eindeutig Matchwinner, weil ziemlich gute Defensivarbeit. Ja, ziemlich gute Defensivarbeit und dann vorne noch ein Tor gemacht. Per Kopf. Ja. Und so gewinnen wir dann halt auch mal. Danilo Pereira hat sich verletzt und wir müssen direkt mal einen nachnominieren für den verletzten Pereira. Und jetzt ist die Frage, ob wir Sanchez mitnehmen oder doch wen anders. Ich denke mal, dass wir Sanchez sogar mitnehmen werden. Denn in FIFA ist er, in FIFA ist er halt komplett anders im Vergleich zur Realität. Da ist er deutlich besser als in der Realität. Nicht falsch verstehen. Kann vielleicht gerade ein bisschen komisch geklungen haben, aber ich meinte natürlich, dass er hier in FIFA besser ist als in der Realität, wo er verliehen ist. Und da wirklich keine gute Leistung zeigt. Aber mitnehmen werden wir ihn hier wahrscheinlich trotzdem, weil der ist von den Werten her ziemlich OP. Und ja. FIFA World Cup Qualification. Da sind wir auch angekommen. Das gibt's dann aber erst in der nächsten Folge, aber trotzdem gucken wir uns noch die Bundesliga-Tabelle im Abschluss an. Denn mit dem Sieg sind wir wieder an dem BVB vorbeigezogen.
Der Rückstand auf Platz 6 beträgt dann nur noch 3 Punkte, waren vor dem Spiel gegen Leipzig waren es sogar 5. Wir melden uns hier zurück, machen die Meisterschaft gleichzeitig auch noch spannend. Nur dummerweise ist das nächste Spiel tatsächlich gegen den FC Bayern, wenn ich da richtig liege. Und danach kommt der erste FC Köln. Und der HSV hat gewonnen. Rückt damit wieder etwas näher ran an den Relegationsplatz, da die Kölner nur 1-1 spielen gegen Gladbach. Und damit kommen beide Mannschaften nicht weiter durch dieses Unentschieden. Gladbach nicht, so wie Köln auch nicht. Die Kölner bräuchten einen Sieg. Die Gladbacher auch, wenn sie noch in Europa mitreden wollen. Aber ich denke so, Platz 10 ist für uns das, was am schlechtesten passieren kann. Denn darunter haben wir einen sehr, sehr großen Vorsprung. Und ja, wir sehen uns dann direkt morgen wieder beim Portugal, bei der Portugal-Folge, wo wir dann gegen Nordirland spielen werden und gegen Wales. Und am darauffolgenden Tag spielen wir dann direkt gegen Bayern und gegen Köln. Ich werde das demnächst so machen, dass ich die Quali-Spiele direkt am nächsten Tag zeigen werde. Denn ich möchte schon mit dem MSV weiterkommen und wenn ich das dann auch alle 2 Tage machen würde, fände ich das nicht so geil. Später dann, wenn wir die WM hoffentlich erreicht haben und dann die auch spielen werden, dann werde ich das alle 2 Tage machen. Ich überlege auch vielleicht einen Stream daraus zu machen, ich weiß es noch nicht. Mal gucken. Jedenfalls war es das erstmal für mich. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Macht's gut, haut rein und ciao.